Die Welt der Menschen. Sie erlischt. In den Feuern des Schicksalsberges schufen ein Waldläufer und ein Geist. Im Tode vereint. Das eine, das Sauron bezwingen könnte. Einen Ring der Macht. Die Schlacht um Mordor beginnt. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadow of War. Ich mache direkt weiter. In der letzten Folge haben wir zwei neue Hauptmänner rekrutiert und einen davon schon in die Kampfgruben geschickt, um den Häuptling zu infiltrieren oder ein Spion von dem zu werden. Und jetzt wollte ich mal gucken, wo denn diese Kampfgruben sind. Ob man die hier irgendwo findet. Des Hexenkönigs. Brutale Natur. Ich darf offensichtlich verfolgt Ausgang der Langweiler. Okay, da wird einer von... da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Da haben wir aber noch ein bisschen Zeit. Hier können wir die Häuptlinge hervorlocken. Ich sehe diese Kampfgruben hier nicht. Oder muss ich, darüber, über das Armeemenü. Gucken wir mal. So, dich hatten wir da hingeschickt. Der muss den Totschläger besiegen. Dann bleiben die Züge 3. Ziel markieren. So, und jetzt ist das auf der Karte. Ah ja. Infiltration. Okay. Schauen wir mal. Wir dürfen anscheinend ja auch nur zugucken, wurde uns so gesagt in der letzten Folge. Wir dürfen dann nicht eingreifen, um unsere Identität oder um die Identität unseres Gefolgsmanns nicht aufzudecken. Aber gut. So. Wir nehmen mal einen weiteren Informationstypen. Den auch. So. Damit wir hier noch ein paar Leute aufdecken. So. Warum der Speer? Hab ich den. Nee, hab ich den jetzt markiert? Wenn ja, dann war das nicht meine Absicht. Ja, habe ich. Das ist doof. Ich muss eh hier in die Richtung irgendwo. Jetzt gucke ich nochmal. Das da möchte ich. Da möchte ich hin. So. So, jetzt bin ich gespannt. Infiltration. Mut zu der Würger. Stufe 14 und er ist schon Stufe 13. Okay. Gegen den Push-Grimp. Ja, gucken wir mal, was jetzt passiert. Du warst gut dabei, aber hier ist Schluss. Ich brenne darauf, erneut zu töten. Ja, hoffentlich. Hey! Okay, ich kann nichts machen, sondern... Ich kann hier nur sozusagen nur zugucken. Aber ich glaube, unserer hat die ganzen Gefolgsmänner dabei, ne? Das ist eine Fähigkeit, dass er so ein paar Krieger am Start hat. Ist ja eigentlich ein total geiler Vorteil jetzt hier in der Arena auch, wenn der andere nur alleine ist. Der kann Fallen aufstellen, das ist auch krass. Ich glaube, wir haben einen ganz guten erwischt. Wenn er den mal treffen würde, der andere ist flink dafür. Oder er schafft es mal, in die Falle zu treten. Obwohl, die Falle ist schon kaputt. Ah, sehr schön. Jetzt hat er ihn mal erwischt. Ich werde dich ausweiden. Kamera ist ein bisschen hektisch, oder?
Das nervt so ein bisschen. Komm, jetzt hauen oben. Ich sehe gerade, dass das für die Aufnahme nicht gerade so gut hier. Das ist total frame-lastig. Ist ja gebrochen schon mal. Ja, jetzt. Okay, cool. Hat er gewonnen. Und zwei Level gewonnen. Und wir haben dadurch eine Ausrüstung bekommen? Okay. Ja, okay. So. Und nu? Moment. Nee. Dahin möchte ich. So. Bereit, seinen Häuptling zu verraten. Okay, das müssen wir den wahrscheinlich befehligen. Wahrscheinlich wird aber erstmal der Berufs jetzt wieder auftauchen. Schätze ich mal. In der Zwischenzeit können wir mal kurz gucken. Wir haben, glaube ich, noch... Genau, wir haben nämlich einen Stufenaufstieg gehabt. Ja, machen wir den mal. Festnageln wirkt bei Olokai und Bestien. Das machen wir einfach mal. So. Gut. Und dann gucken wir mal, was wir potenziell als nächstes Ziel setzen können. Zum Beispiel diesen Hedi da oben. Den möchte ich mal freischalten, dann habe ich nämlich einen Schnellreisepunkt. Dann können wir mal in die Richtung laufen, beziehungsweise... Wenn wir schon hier so einen Typen haben... Nein... Dich möchte ich. So. Können wir natürlich noch weitere Informationen sammeln. Nehmen wir noch den da. Oh, der sitzt auf dem Karagor. Das ist natürlich auch ganz cool. Stufe 17, Tour und der Rabe. Wir sind Stufe 16, glaube ich, ne? Das heißt, den können wir noch nicht rekrutieren. So, nehmen wir aber den nächsten auch noch. Bruce scheint sich bisher nicht zu melden, aber ist okay. Ah, noch so ein großer. Arkaios. Kriegskoloss. Tödlich entflammbar. Anfällig für Hinrichtungen. Erschöpfung. Furcht vor Spinnen. Anfällig für Bestien. Gefolge von Kriegern. So. Sind durch tödliche Wunden, jetzt durch Festen. Ja, das ist ganz cool eigentlich. Den werde ich wahrscheinlich auch noch versuchen zu rekrutieren. Jetzt würde ich fast alle rekrutieren. Je mehr, desto besser wahrscheinlich. So. Ja, wir haben auch, glaube ich, nicht mehr so viel. Können wir den Oberherrn hier, Nee, den können wir noch nicht, aufdecken. Haben wir den hier. Noch einen auf dem Karagor. Ja, ich denke, ich werde mir da noch ein paar raussuchen. Ein paar schöne. Die ich noch rekrutiere, bevor wir loslegen. Aber das werde ich wahrscheinlich offscreen machen. Und... Ihr könnt ja mal... schreiben, ob das für euch so in Ordnung ist, dann, wenn ich das offscreen mache, oder ob ihr das unbedingt auch alles sehen wollt. Weil ich würde natürlich sonst einfach, nein.
Den möchte ich. Ich werde natürlich, wenn ich das alles gemacht habe, euch natürlich auch dementsprechend wieder auf den aktuellen Stand bringen. So, Hawk, der Verschlinger. Der sieht schon sehr blutrünstig aus. Und hatte einen schönen Nippelpiercing. So. So, sind wir. Nein, du sollst nach links. Ich verstehe nicht, warum er nach rechts klettert, wenn ich nach links drücke. So. Dann reinigen wir noch eben den Heldier. Und dann hatte ich ja schon erwähnt, ich werde wahrscheinlich auch die Artefakte und so, Ethelians, mal offscreen einsammeln. So, da haben wir einen Ethelian. Noch ein Artefakt. Noch ein Artefakt. Pankras Erinnerung. Noch ein Artefakt. Und Ethelien. So. Dann haben wir das. Das ging ja schnell. So, dann nochmal auf die Karte gelugt. So, und dann können wir hier die Hauptmänner herauslocken, ne? So war das. Das mussten wir nämlich auch machen, um das, um den Typen noch zu schwächen, bevor wir den angreifen. In seiner Festung. Deswegen werden wir das jetzt mal hier als nächstes machen. So. Rocker Horser, der Dieb hervor, indem du seine Wilden tötest. Haben wir Details zu dem? Ja, haben wir. Panische Angst vor Schleichangriffen, panische Angst vor Grauks. Unbeholfen, kann ergriffen oder zum Reiten genutzt werden, ohne erst geschwächt werden zu müssen. Okay, cool. Natürlich für Schleichen. Furcht vor Karagor. Erleidet Schaden durch Fernkampfangriff, erleidet Schaden durch Hinrichtungen und dann fertig für Bestien. Okay. Das Feuerfest. Erzürnt durch Festnageln. Okay, das sollten wir nicht tun. Gut. Dann starten wir das mal. Ich werde dir zeigen, was das Wort Wild bedeutet. Wer sind denn die Wilden? Die sind markiert. So, eins. Okay, jetzt habe ich hier ein paar aufgescheucht, macht aber nichts. Ich hatte jetzt eh nicht vor, hier komplett durchzuschleichen. Denn ich glaube, das ist vollkommen egal, ob die wissen, dass wir kommen oder nicht. Wir müssen sie einfach nur töten. Und deswegen machen wir das auch so. So, und zwischendurch können wir immer noch ein bisschen rumschleichen. So. Du scheinst ja irgendwie einen höheren Posten zu haben. Du hast zu den anderen da gesprochen, ne? Erzähl uns doch mal was hier über den. Ah, noch so ein Fetter. Okay. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle aufgedeckt. Das ist schon mal ganz cool. So. Du machst ein bisschen Unruhe, weil du die anderen da natürlich jetzt aufmischst. Hier ist ein Monument. So.
So, das zerstöre ich. Jetzt haben sie nur ihre Bestien. Damit werden sie mich nicht aufhalten. Wir nehmen das Kriegerjuwel natürlich mit. Wenn du schon entgegenkommst, darfst du sterben. Da sind die Wilden. Guten Tag. Guten Tag. Keiner. Na, es trifft sich gut, dass die anderen jetzt auch noch hier hinkommen. Oh, das sind ein paar, ne? Egal. Dafür haben wir jetzt alle erledigt. So. Mir scheint, meine Wilden waren wohl doch nicht so wild. Macht aber nichts. Ich bin umso wilder. Ist das so? So, gut. Dann komm mal ran, Kollege Bratwurst. Bist da ganz hinten? Du siehst uns doch noch gar nicht. So. Oh, mir schlottern die Knie. Geb ich jetzt besser auf? Wahrscheinlich. Sollte das, wäre das besser für dich. Okay, verstehe. Du hast so einen schnellen Angriff. Okay, und du kannst kontern. Okay, du kannst sehr gut kontern. Wilde betäuben? Ach, das ist so ein verdammter Reiter. Okay. Nein, ich wollte ihn gar nicht angreifen. Ich wollte den anderen Typen angreifen. Nein, ich wollte doch die anderen... Den... Der greift immer den an. Das nervt. So. Diesen scheiß Karagor loswerden da. Das ist schon mal was. So. Das ist schon mal gut. Noch so einer, der kontert. Alter, ich bin noch über den drüber gesprungen. Okay, das könnte böse enden hier. Nochmal die Biege. Ich brauche wahrscheinlich einfach ein paar Leute auf meiner Seite. Oh nee, die sind so schnell. Ich kann die noch, das dauert auch so lange, die dann zu rekrutieren. Männchen. Männchen. Lass mich mal hier. So. So, wir haben ja zumindest schon mal wieder ein bisschen mehr Gesundheit. Das ist schon mal was. Ja, und der Karagor ist jetzt wieder am Start. Das ist alles eher nicht so nice. So, ich könnte natürlich unsere Typen da herbeirufen, aber richtig, bevor die mich schnappen. Ja.
Ich möchte natürlich nicht, dass die sterben jetzt hier im Kampf. Ich habe nämlich das Gefühl, die sind hier, das sind ein paar viele. Boah, diese Konter, ne? Das ist nervig, echt. Das ist echt nervig. Krieg ich dich für mich? Okay, es hat geklappt. Sehr schön. So. Müssen wir mal den Karagorn hier bearbeiten. Ich wollte ihn gerade hinrichten, dann trifft er mich. Ich hatte eine Aufladung von 20. So, jetzt machen wir den mal platt, weil das ist nämlich mies, wenn der einen immer anspringt. Wir werden dich vierteilen. Ja. Ich bin gespannt. Ich kann natürlich auch Elbenbrut einsetzen mal. Nein! Mann! Kann ich nochmal aufstehen? Ja. So. Was jetzt? Puh! Okay. So. Okay. Der hat dadurch zwei Level gewonnen, dass wir den rekrutiert haben. Okay. Ist ja schon mal was. Na gut, ich gehe. Wir sammeln mal hier die Kohle ein. So, die anderen hauen jetzt ab. Puh, das hat ja nochmal so gerade eben geklappt. So, das war nämlich der Typ. Eieiei. So, ich denke mal, ich werde jetzt zum einen die Folge beenden und zum anderen werde ich offscreen mal so ein bisschen hier rumlaufen, die Artefakte einsammeln und Ethildienst. Ich werde wahrscheinlich den einen oder anderen noch rekrutieren. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es eben mit einem von diesen Aufträgen weitergeht. Also keine Angst, die Sachen hier, die Fehlers und auch diese krankrassen Erinnerungen und alles, was so ein bisschen noch was mit Story und so zu tun hat, das werde ich natürlich nicht offscreen machen, das machen wir noch zusammen. Aber hier zum Beispiel auch diese Gebiete, ne, mit vielleicht mit den Monument zerstören und so, das werde ich mal offscreen machen, damit wir da ein bisschen vorankommen. Außerdem werde ich mich in Ruhe mal mit der Armee befassen und mal gucken, wen ich noch alles noch so in meiner Armee haben möchte. Und dann machen wir in der nächsten Folge halt eben ein bisschen Story-Driven weiter. Ich hoffe, das ist so in eurem Interesse und das hat euch gefallen und dann seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, bleibt grün, macht's gut und ciao, ciao.